Über 200 davon haben sich zur vierten Auflage des Dolomiti-Cups angemeldet, der am 17. April in kroatischen Gewässern startet. Das sind 28 Boote, darunter sind zwei Damenteams. Der Dolomiti-Cup ist eine reine Südtiroler Angelegenheit, ganz unter dem Motto »Mir sein mir«. Am Gardasee wird in diesen Tagen eifrig trainiert. Wir haben eines der beiden Damenteams begleitet. Auf die Plätze, fertig, los! Ohne schnödes Trockentraining geht gar nichts. Nach außen, mit der Hand, mit dem Fender frei liegen. Fertig. Wer in See stechen will, muss das Knoten einmal eins beherrschen, und zwar aus dem FF. Los. Das Damensepptett aus Südtirol besteht aus Anfängerinnen. Mit unbändigem Willen möchten die alpinen Landratten, so spricht der Seemann-Jargon, ihre Seetüchtigkeit unter Beweis stellen. Unter Gleichgeschlechtlichen geht das leichter. Man fühlt sich einfach lockerer unter Frauen. Es ist wir sind einfach mehr oder weniger auf gleichem Niveau und müssen uns nicht schämen, wenn einmal irgendwas schief geht. Außer, dass der Skipper natürlich zwischendrin einmal schreit. Aber es macht Spaß, einfach unter Frauen zu sein. Ein Zickenkrieg auf hoher See wäre fatal. Doch so weit lässt es die Damencrew beim Dolomiti-Cup gar nicht kommen. Jeder Handgriff muss passen, jede Seglerin darf ihre Position nicht verlassen. Und wenn die Brise noch so steif bläst. Ja, sicher, wir müssen immer am besten machen. Und ja, das ist sehr, sehr wichtig. Aber nicht rundum schauen, nur gehen, segeln. Das Segelboot muss am besten sein, immer, immer an die Segel. Und dann kommen wir näher an Ziel, sicherlich. Frauenpower, wohin das Auge reicht. Doch das Ganze hat einen Haken. Die wichtigste Position nimmt bei diesem Team ein Mann ein. Ja, okay, der muss Spiel vorbereiten. Ich habe letztes Jahr sehr hart gesucht, eine Skipperin zu finden. Und es war dann so schwierig, dass ich heuer das gar nicht versucht habe. Edi Scherer ist der Erfinder des Dolomiti-Cups. Am Damenboot ist er Seebär, Skipper und Hahn im Korb. Es ist meine erste Erfahrung mit einer Frauencrew und ich als Skipper. Also, ich habe zwar gemischte Crews geführt, also das schon, und ich bin immer begeistert gewesen, eigentlich, muss ich sagen, wie die Frauen arbeiten. Also, die Frauen sind extrem konzentriert. Also, sie konzentrieren sich wirklich nur auf dem Segeln. Sie lassen sich nicht so leicht ablenken wie die Männer. Am Ende kommt auch beim Gardasee-Training etwas Wind auf. Höchste Zeit, denn in zwei Wochen fällt der Startschuss zur Regatte. Die kroatische Adria kann sich binnen weniger Minuten zur stürmischsten See entwickeln. Spätestens bis dahin müssen die Grundkenntnisse des Segelsports verinnerlicht sein. Am 17. April stechen die Teams des Dolomiti-Cups in See in Kroatien. Und wir dürfen Sie heute schon warnen, lassen Sie sich morgen bloß nicht in den April schicken.